Hey Leute und willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir haben letztes Mal mit Kara aufgehört und da machen wir auch heute weiter. Und damit sage ich euch Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Und wir schauen mal, was wir noch machen können. Weg da. Tolle Begrüßung, Todd. Dankeschön. Du machst mir den ganzen Partanfang kaputt. Können die Toilette putzen? Okay, geht zumindest ziemlich schnell. Dann schauen wir mal. Wo sind wir hier? Im Bad. Ich meine, schaut mal euch das an. Er hat es nicht mal geschafft, die Wäsche in den Wäschekorb zu schmeißen. Der ist sogar offen. Du hättest einfach 10 cm weiter nach rechts schmeißen müssen, das ganze Zeug. Man noch was machen, uns angucken. Ja, wir sehen ganz niedlich aus, ne? Aber so emotionslos. Wische den Boden. Okay. Ah, da. Dann wischen wir mal. Oh, und das dürfte Alice Zimmer sein? Das kleine Mädchen, das wir letztes Mal kennengelernt haben? Okay. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Ich hoffe, es ist alles okay mit ihr. Wir machen erstmal ihr Bettchen. Wobei das schön ordentlich aussieht eigentlich schon. Ich glaube, die Kleine muss ziemlich auf sich selber Acht geben. Dann lassen wir ein bisschen Luft hinein. Okay. Ein Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Können wir noch was machen? Was hat sie denn da angeschaut? Alice im Wunderland. Passt. Natürlich. Und wir haben jetzt eine neutrale Beziehung zu ihr. Dann war hier noch ein Kästchen. Treasure. Okay, sind wohl die Geheimnisse der Kleinen, ist auch abgeschlossen. Können wir mit ihr auch was machen? Wir sind freundlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Stellen wir uns erstmal vor. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Ach so. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Du wirkst so still. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Hast du Interessen? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gerne hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Ich wollte eigentlich noch nach der Mutter fragen. Oh. Aber ich denke, die Mutter wird nicht mehr da sein. Weil wir ja so ziemlich alles von ihr übernommen haben an Aufgaben. Wir haben einen Schlüssel gekriegt. Schauen wir mal. Okay, da sehen wir die Mama schon auf dem Bild. Das sieht noch alles freundlich aus. Das sieht der Todd auch noch so richtig gut aus. Alles lebensfroh, glücklich.
Jetzt schaut ihn euch mal an. Oh nein. Was hat sie denn da gemalt? Ach, das ist sie selber. Die wurde selber verletzt. Und das wird ihr Papa sein. Und die sehen gar nicht glücklich aus. Okay. Das heißt wohl, der Todd hat den Androiden bzw. Kara geschlagen. Oh. Und die Alice war wohl sehr traurig, dass wir kaputt gegangen sind. Wahrscheinlich sogar durch diese Schläge. Wir legen das lieber alles schnell wieder zurück. Nicht, dass Todd es noch sieht. Das Mädchen muss schon einiges durchmachen, ne? Fragt Todd nach neuen Anweisungen. Ja, klar, es ist ihr Programm, aber wenn man jetzt schon weiß, dass er sie kaputt gemacht hat. Naja. Wir können nichts anderes machen. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ein scheiß Loser. Jetzt geht er die Kleine an, oder was? Dein Job sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Oh nein. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich. Ich kann nicht eingreifen, ich kann nichts machen. Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Und sie sucht nach Hilfe. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Sie sieht so verängstigt aus. Wir können nicht reagieren, unser Programm. Okay, und das war das Kapitelende. Ja. Da habe ich jetzt doof zusammengeschnitten. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber ich habe gesagt, ich will so ein bisschen nach der Zeit gucken. Also, wir sind zu Hause angekommen. Oh Gott. Da werde ich heute Abend noch dran denken, an die Szene. Wir sind zu Todd gegangen. Wir haben die zwei Magazine in Anführungsstrichen gelesen und das Geschirr gewaschen. Wir haben den Müll rausgebracht, sind nach oben gegangen und da haben wir so ziemlich alles gemacht. Die ganzen Zimmer aufgeräumt, geputzt, haben die Waffe gefunden. Kara entdeckt einen Weg nach unten über Alice Zimmer. Ich glaube, die sollten wir uns merken, wenn das schon in Orange dasteht. Wir haben mit Alice geredet, wir haben die Box geöffnet. Haben das Geheimnis oder ihr Geheimnis gesehen und auch den Grund, warum wir kaputt waren, und haben fertig geputzt. Ja, mit Kara wird es sehr drückend, so wie es aussieht. Wir fahren fort. Hoffentlich kommen wir jetzt ein bisschen in eine hellere Gegend. Zu Marcus, wie es aussieht. Der Marcus. Oh, und der lebt wohl in ganz anderen Verhältnissen. Das sieht nobel aus. Lege das Paket ab. Jep, das machen wir. Achso. Konnte es wieder im Spiegel anschauen. Was war da hinten noch? Mit dem Vogelkäfig konnte man was machen. Oh ne, jetzt, oder? Okay. Es sind wohl Androidenvögel. Ja gut. Ne, ich nehme es zurück. Weil, wenn man diesen kleinen Käfig da ansieht. Und wie die da leben müssten.
würde ich sagen, es ist gut, dass es in diesem Fall Androidenvögel sind, weil. Ja. Müssen wir nach oben? Kümmere dich um Karl. Ja. Schönes Gemälde. Am Anfang sehe ich da immer nur Kritzelkratze, um ehrlich zu sein. Aber wenn man dann so das dritte Mal drauf guckt, sieht man ja diese Frau. Wobei die auch nicht so glücklich zu scheinen scheint. Zu sein scheint. So rum. Bisschen deprimiert auch. Was haben wir da? Komm, lass mich sehen. Ein Skelett. Da unten eine Giraffe. Das müsste ein Wasserdino sein. Ein Wasserdino. Ja, ich rede von Zeit zu Zeit Scheiße daher, aber seid ihr ja gewohnt bei mir. Da ist der Karl. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Du hast es erfasst. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Ja, das wollen wir doch hoffen. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Ich bräuchte, glaube ich, auch einen Android. Karl? Nein. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Okay, also wir sehen hier das krasse Gegenteil zu Kara. Der Karl. Jetzt muss ich gucken. Ja. Der Karl, der ist wohl sehr um Marcus bemüht. Und Marcus führt ein sehr gutes Leben. So wie es scheint, er pflegt den Karl. Und die sind wohl in Anführungsstrichen gute Freunde, würde ich sagen. Sehr nobel. Nichts von Arbeitslosigkeit geplagt hier. Karl ist aufgewacht. Bring Karl zum Esstisch. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Fanpost. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Wer ist Leo? Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Na, wo willst du hinsitzen? Ah, okay, er sitzt hinten. An so einem großen leeren Tisch. Der Karl ist wohl sehr einfach ohne einfach. Sehr einsam ohne Marcus. Zumindest wirkt das so alles. Zwar alles mega aufgeräumt, aber ein bisschen trostlos, ne?
Da ist das Frühstück. Nein. Sollte schon nehmen. Also hier ist der Markus auf jeden Fall ein Segen für den Karl. Na, oh, lecker. Danke, Markus. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Also, was machen wir? Such dir eine Beschäftigung. Wir können Schach spielen. Schauen wir mal, was wir noch machen können. Oh, was ist das für ein Bild? Ein Totenkopf. Sieht stark aus, aber, ja. Klavier. Wir können Klavier spielen. Was können wir noch machen? Wir können lesen. Was haben wir hier noch? Wir können ein Magazin lesen. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Okay. Also wenn ihr das lesen wollt, macht einfach kurz Stopp. Ich überfliege das nur so ein bisschen. Da geht es um Reserven für moderne Androiden. Fernseher aus. Leben auf dem Menschen Titan sind so gefunden. Deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Da hat er recht. Was kann man mit dem Globus noch machen? Wir können ihn drehen. Und ich will Klavier spielen. Wir spielen Klavier. Nö, wir wollen uns hinsetzen. Was spielen wir denn? Melancholisch, hoffnungsvoll, vertraut oder rätselhaft? Ich bin jetzt mal für die Hoffnung, allein schon für Kara. Also ich habe es tatsächlich in der Hand, wie ich spiele. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Hat's das? Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Jetzt schaut mal, es ist das krasse Gegenteil zu Connor. Connor sucht Abweichler, die nicht mehr in ihrem System folgen. Und anders sind. Also Daniel war anders,
Er hat nicht mehr das gemacht, was er machen sollte, ne? Du sollst vorwärts laufen, Marcus. Dankeschön. Und bei Marcus ist es so, dass der Karl... Müssen wir da nicht hin? Bringe Karl ins Studio. Wo ist denn das Studio? So, ist es da hinten? Deswegen wollte er vorher wahrscheinlich nicht in die Richtung, wo ich wollte. Ja! Da ist es. Hui. Was für ein Studio. Da lässt sich's leben. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Schau mal, da ist jetzt Technik wieder so wichtig, weil sie ermöglicht ihm, dieses Bild fertig zu malen. Okay, das muss ich erstmal verarbeiten. Was ist denn da? Das ist auch wieder ein Mensch. Der Karl arbeitet wohl sehr mit Mimiken. Okay. Können wir irgendwas machen? Da hinten können wir was machen. Kurz das Studio. Und da können wir auch was machen. Dann räumen wir mal auf. Wobei es bei Karl so viel besser aussieht als bei Kara. Immer noch was? Ah, die Pinsel können wir noch wegräumen. Und dann war nur noch neben Karl was. Wenn ich mich recht erinnere. Oder auch nicht. Marcus, das studiert. Also, was hältst du davon, Marcus? Gefällt, gefällt nicht, keine Meinung. Weder noch, also ich habe wirklich keine Meinung gerade dazu. Ich bin nicht auf Kritik programmiert. Sie können das viel besser beurteilen als ich. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Also er behandelt den Marcus echt menschlich, ne? Finde ich irgendwie schön. Aber wisst ihr was? Bevor wir jetzt hier weitermachen, sage ich euch Tschüss und wir machen das im nächsten Part und schauen dann, was Marcus für ein Bild malt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.